Das Passafest rückte näher. Von allen Seiten strömten die Menschen nach Jerusalem. Und jeden Tag... Hallo, hallo! Hallo, Martin! Hallo, Juan! Hallo, Ecki! Hallo, Cookies! Na, was macht ihr denn hier? Wir lesen in der Bibel. Was macht ihr? Wir lesen in der Bibel. Es ist sehr spannend. Über Ostern. Ach, Leute. Lest mal was Aktuelles hier, dann wisst ihr, was ihr für Ostern braucht. Ha? Nicht so was Altes. Mensch, Martin! Ach, leg das weg und schau, was wirklich wichtig ist. Was mit Jesus passiert ist. Aber Martin, ja. Die Bibel ist ein wunderbares Buch, voller Wunder. Es ist immer noch aktuell, immer noch heute. Aber ich finde, das ist so lange her. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Wenn ich nicht dabei bin, dann kann ich mir nicht vorstellen, was da passiert ist bei Jesus in Jerusalem. Du willst das selber miterleben, was in der Bibel steht? Ui, na dann komm mit. Juan, du musst weiterlesen, okay? Ist gut, Ecki. Hä? Wie, was meinst du damit? Was meint ihr damit? Wart es ab. Und erlebe, was für ein lebendiges Buch die Bibel ist. Ecki, seid ihr gut angekommen? Was war das denn? Ki, und wo sind wir? Na, du wolltest doch unbedingt nach Israel und erleben, wie das mit Jesus war. Und die Bibel ist nun mal ein Buch voller Wunder. Ja, da wundere ich mich allerdings wirklich. Aber in Israel? Ecki, wir sind in Israel, das ist unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ja, da hast du allerdings recht. Aber das bedeutet ja, dass wir nicht nur 4000 Kilometer durch die Luft gewirbelt sind, sondern auch noch 2000 Jahre in der Geschichte zurück. Und das alles in der Kinderbibel vom Juan? Juan, kannst du uns hören? Cookies, könnt ihr uns sehen? Oh Gott, hoffentlich klappt der Juan die Kinderbibel jetzt nicht einfach zu und legt sie weg. Keine Sorge, Juan wollte ja gerade alles über Ostern lesen. Ja, hast du natürlich recht. Und bis er die weglegt, sind wir bestimmt wieder zu Hause. Und wenn wir einmal hier sind, dann gehen wir doch auf Entdeckungstour durch das Israel von Jesus. Weißt du was? Vielleicht treffen wir ihn sogar. Wen? Na, Jesus natürlich. Aber wo müssen wir hin? Wenn wir ihn treffen wollen, dann müssen wir nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Stimmt. Da wollte er doch auch. Er wollte nach Jerusalem. Warte mal. Ah, da ist ein Wegweiser. Da ist ein Schild. Da steht Jerusalem drauf. Woher willst du das wissen? Das ist Hebräisch und das heißt Jerusalem. Also, wir müssen da lang. Komm, Ecki, wir gehen nach Jerusalem. Auf nach Jerusalem. Ja, und ich besorge mir was anderes zum Anziehen. Es ist mir echt zu warm hier mit meinem Pulli. Komm, auf nach Jerusalem. Ich bin gespannt, was Martin und Ecki alles in Jerusalem erleben. Morgen am Palmsonntag geht es weiter hier bei Ecki TV.